Zwischen Ostsee und dem Schweriner See liegt eine der fruchtbarsten Regionen Europas. Es sind vor allem Großbetriebe, die hier das Land bewirtschaften. Beim Landhof Bobitz ist Otto Rogall zweiter Betriebsleiter. Ja, also unser Betrieb ist ein LPG-Nachfolgebetrieb aus den DDR-Zeiten. Nach der Wende wurde das eben zu einer Genossenschaft umgewandelt, eben wie das bei ganz vielen gewesen ist. Und die ist über die Jahre natürlich auch kleiner geworden. Nach der Wende waren das mal über 5000 Hektar. Wir sind jetzt praktisch um die Hälfte geschrumpft in den Jahren. Also wir haben knapp 30 Mitarbeiter und Genossen gute 70 und leben eben noch diesen Genossenschaftsgedanken. Der Landhof Bobitz gilt als Mehrfamilienbetrieb, wie es oft heißt. Otto Rogall ist in seiner Funktion diesen 70 Eigentümern gegenüber verantwortlich. Ein Job mit Tücken. Ja, also wir sind jetzt hier auf dem Standort. So 500 Meter weiter sind die Ziegeleiteiche. Hier wurde zu DDR-Zeiten Ton abgebaut, um Ziegel zu brennen. Man sieht das hier auch noch, dass dieser Boden echt noch ein bisschen feuchter ist, beziehungsweise Wasser speichern kann. Der Tonanteil hier oder der Lehmanteil ist unfassbar hoch. Und das ist echt schwierig, diese hier zu bewirtschaften. Das ist so die sogenannten Minutenböden. Also wenn wir hier nicht auf den Punkt hinkommen mit der Bodenbearbeitung, dann wird das echt schwer. Das ist schwierig dann klein zu kriegen. Selbst die großen Maschinen kommen angesichts der Trockenheit des Sommers an ihre Grenzen. Da hilft bislang die Erfahrung der Mitarbeiter. Aber auch das kann künftig zum Problem werden. Wir müssen immer mehr auf große Maschinen setzen, um schlagkräftiger zu werden, weil uns eben die Leute, die die Maschinen fahren, fehlen. Ne? Wir müssen für jeden, der in Rente geht oder der ausscheidet, jemanden zu finden, ist nicht möglich. Versuchen das wenigstens 1:2 zu ersetzen und dementsprechend müssen die Maschinen eben umso viel größer werden, dass sie eben auch zwei andere Maschinen, die nicht mehr besetzt werden können, eben auch ersetzen dann. Große Maschinen brauchen große Flächen, um rentabel zu arbeiten. Ein Trend, der in Mecklenburg eine lange Tradition hat. Das ist von jeher so gewachsen. Das waren in der DDR eben große Betriebe, die von ganz vielen Leuten bewirtschaftet wurden. Wir sind ja immer noch 30 Leute, die hier arbeiten. Das heißt, wir machen 30 Familien zur Hälfte mit satt. Setzen nicht auf Erntehelfer, sondern wir beschäftigen unsere Leute das ganze Jahr über. Auch dadurch sollen die Mitarbeiter möglichst langfristig auf dem Landhof Bobitz gehalten werden. Otto Rogall fühlt sich einerseits den Beschäftigten verpflichtet und nimmt andererseits die berufliche Herausforderung als Landwirt sehr ernst. Wir sind davon überzeugt, dass wir Menschen ernähren müssen und das mit einer ganzen Menge, gerade vor der Situation, wie sie jetzt gerade ist. Und wir auf einem Gunststandort mit unseren Böden und eigentlich mit 650 mm Niederschlag im Jahr hier durchaus sehr gute Erträge mit sehr guten Qualitäten erreichen können. Solche Produktionsbedingungen sind auf dieser Welt sehr begrenzt. Wollte Otto Rogall biologisch wirtschaften, würde er hier nur noch den halben Getreideertrag ernten können. Naturschutz ist Otto Rogall wichtig. Einen vergleichsweise großen Teil der Ackerflächen hat er zu Blühstreifen gemacht. Also insgesamt bewegen wir uns zwischen 25 und 30 Hektar Blühwiese insgesamt. Wir wollen das zusammen mit der Natur alles gestalten und haben natürlich auch einen Vorteil durch genug Insekten, die dann hier den Raps, der hier vorher gestanden hat, vernünftig bestäuben und wir dadurch eben auch unsere Erträge sichern können. Man sieht ja, wie viele Zitronenfalter, Hummeln und Wildbienen hier drin umherfliegen. Auch für die kleineren Lebewesen wie Rebhuhn, Fasan und Feldhasen ist das eigentlich eine ganz schöne Sache. Eine Milchkuhherde rundet den Hof ab, auch unter ökologischen Gesichtspunkten. Die Kühe verwandeln das Gras in Milch. Ihr Dung auf den Weideflächen fördert die Insektenvielfalt. Und die Gülle aus dem Kuhstall macht den Hof und seine Nachbarn unabhängig von fossiler Energie. Ja, super. Ne? Also organische Nährstoffe in Kombination noch mit der Biogasanlage zusammen
ist das ein Kreislauf eben, ne? Was wir versuchen hier zu machen. Mit Gülle als Nährstoffträger für unseren Ackerbau ist einfach eine super Kombination. Die Kühe fühlen sich offensichtlich wohl in dem luftigen Stall, der nach Tierwohlkriterien gestaltet wurde. Zweimal am Tag ist Melkzeit auf dem Landhof Bobitz. Für Otto Rogall passt alles auf dem Hof zusammen. Und ich bin der Meinung, dass für einen Betrieb in unserer Größe auch immer eine gewisse Tierhaltung dazugehört, egal in welcher Form, ob Rinder, Schweine, Geflügel, muss einfach oder gehört zusammen, unserer Meinung nach. So eine traditionelle Landwirtschaft gilt unter Fachleuten als besonders nachhaltig.